Jo, willkommen zurück hier bei Valheim. Wir machen weiter mit unserer Reise Richtung Nordpol. Drauger Fangzahn repariert. Sehr gut. Was ist da hinten passiert? Ach, das baut sich nur auf. Das sah komisch aus. Muss ich kurz überlegen. Welches Portal hatten wir denn? Ich habe das auf der Karte noch nicht benannt. Wie weit ist er eigentlich noch? Wir dürften bald beim Nordpol sein. Nordpol. Nordpol. Da muss ich jetzt im Portal aus. War das die 8? Es sind wieder ein paar Tage her, wo ich letzte Aufnahmesession hatte. Und dann vergesse ich doch sowas immer ganz gern. Also nicht gerne. Es ist dann eben nicht genug Platz im Kopf, nicht das zu merken. Guck mal hier, die 10, ne? Das kann ja ganz gut sein. Weil die 2 war ja unten bei der Ebene, wo wir die Brücke gebaut haben. Leider ist kein Landweg möglich. So, sehr gut. Da sind wir doch schon richtig. Oh, Moment, 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 Moment. Ganz blöd. Das können wir doch auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Und hallo? Auch das Portal sollte ich mitnehmen, ne? Boah, da ist wieder ein Dorf. Habe ich noch gar nicht markiert. So. Haben wir alles. 2, 10, 20. Ja, ne? Wir checken das nochmal anders. Werkbank fehlt. Okay, das ist klar. So, passt aber alles. Das Schiff sieht ja auch noch gut aus. Die packen wir gleich mal da weg. So. Mit O. Dann geht's los. Warte mal, ich schieb den erstmal ein bisschen raus hier. Oh, da kommt eine Welle. Boah, das ist aber auch hier, ne? Oh, ich hab doch Rückenwind, das ist geil. Das ist gut gerade. Dann kommen wir ja richtig weit, weil ich habe ja auch noch die Drachenmutter als Kraft dabei. Und sobald der Wind dreht, können wir die dann benutzen. Oh, vielleicht doch ein bisschen weiter vom Ufer weg. Das ist sehr wellig gerade. So. Hier ist wieder Dunkelwald. Oh, da hinten sehe ich schon wieder einen Berg. So, der Wind dreht jetzt schon mal so ganz langsam, aber das reicht. Wir bekommen noch von hinten den Wind ab. Und da ist auch noch eine kleine Sandbank davor. Wir sollen mal gerade gucken. Sollte nicht. Ich gucke erstmal, was das für ein Gebiet ist, ne? Andererseits hätte ich jetzt auch da lang fahren können, aber dann weiß ich wieder nicht. Geht's dann ewig so in die Richtung vielleicht, ne? Was ist denn hier? Was schwimmt denn hier rum? Und warum wird es schon wieder dunkel? Ich habe gerade erst genächtigt, aber wahrscheinlich kommt ein Unwetter zieht wohl gerade auf. Ein Ungewetter. Was denn jetzt? Gewitter oder Unwetter? Ich weiß nicht. Jetzt gucke ich aber doch mal so ein bisschen auf die kleine Karre hier, dass sie noch genug in Stand ist. Also, wenn das jetzt ein Riesengebirge ist, wäre auch geil. Haben wir da unten ein Gebirge gesehen? Können wir aber nicht erfassen, wie groß das ist. Was haben wir hier? Was ist das? Ebene? Wieder eine Ebene? Nebellande. Oh, das ist Nebellande. Dann bitte versuchen, vorbeizufahren Richtung Norden. Boah, das ist auch ein Berg.
Warte mal, jetzt muss ich mal erstmal klarkommen hier gerade. Das waren die zwei Inseln, die wir schon gesehen haben. Von da hinten. Wir sind da so einen kleinen Bogen gefahren, genau. So, ich wag mich mal hier dazwischen durch. Also wirklich, Nebellande möchte ich ungern betreten. Ich hoffe einfach mal, dass im Norden nicht nur Nebellande sind. Wäre aber ganz cool, weil dann weiß man, da kriegst du auf jeden Fall das neue Gebiet. Aber es sollen ja noch ein paar Gebiete mehr dazukommen, ne? Also Nebellande soll nicht das letzte sein. Ich frage mich, also da müssen wir ja echt voll weit hier herumfahren. So, ja, jetzt, ich hätte doch vielleicht da lang fahren sollen. Aber gut, dann kriegen wir wenigstens hier den Mittelpunkt gut hin, wie hier unten auch. So, da können wir wieder nördlich beisteuern. Richtung Backbord. Immer noch Nebellande. Echt. Aber hier sieht man auch schon, dass das falsch ist, weil Nebellande soll wohl doch keine Bäume mehr beinhalten. Laut dem letzten, nicht Update, sondern den letzten News, was die Entwickler rausgegeben haben über die Nebellande. Erst soll das ja so Bäume mit Spinnenweben sein. Jetzt haben sie sich wohl doch überlegt, dass so eine karge Landschaft ist mit eher so Höhleneingängen, glaube ich. Und das war die ursprüngliche Idee. Oh, da sind aber jetzt Bäume. Und es wird wieder hell, sehr schön. Wir können auch direkt mal wieder so ein bisschen beidrehen hier, ja. Das ist immer noch Nebellande. So, aber hier war doch auch, da hinten ist ein Berg, ne? Oder sind das Wolken jetzt? Moment, wie sah das eigentlich mit meinen Pfeilen aus? Ah, hatte ich extra gemacht. Falls doch mal eine Seeschlange kommt. Wir befinden uns ja im Ozean. Da könnten wir theoretisch sein. Ne, hier ist wieder Ebene. Genau. Man sieht das so ein bisschen an dem Rötlichen da drin. Dass da halt mehr Erde durch scheint, so durch die Gras. Oh, jetzt dachte ich, das wäre ein ich dachte, das Segel wäre gerade ein Fels. Wo ich gerade voll drauf zusteuere. Oh, da ist wieder Ebene. Und sind das jetzt hier schon die Ashlands? Das sieht so aus, ne? Wäre ich denn schon im Bereich? Ist der Bereich der Ashlands, wenn man hier unten nachgeht? Aber da sieht es auch wieder aus wie Nebellande. Da ist ein Sumpf. Ich würde mal hier dran vorbeifahren. Und dann können wir ja auf der Map gucken, was das für ein Biom ist. Das ist auch geil irgendwie. Die Säule da auf der Insel. Hey. Oh, hat schon ein bisschen was mitgekriegt jetzt. Nee, das ist wieder Nebellande. Das ist Ebene. Dann kommt ein Stück Dunkelwald, da ist Sumpf. Das ist wieder Nebellande und da hinten, was ist, da hinten kommt Schnee, Gebirge, wie es aussieht. Warte mal. Ja, hier hat er irgendwo Ebenen. Ozean. Nee, das ist alles Dunkelwald. Das ist alles Dunkelwald. Also hier ist noch Ebene. Oh, da kommt ein Fels in der Brandung. Ja, oh Mann. Oh, da sind ja Eisschollen. Warte mal. Dunkler Wald. Boah, wie ist das Schiff gerade? Warte mal, so geht das nicht. Geil, hier sind Eisschollen. Oh, nicht, dass hier wirklich ein Nordpol ist, wie... Warte. Das wäre jetzt krass.
Hoher Norden, das heißt anders, das sind keine Ashlands. Oh, wie gut. Ey, wenn hier im Norden überall Schnee ist, heißt das, hier sind auch bis mehr Frosthöhlen vielleicht. Oh, da hinten sieht größer aus, ne? Aber das ist so gut. Ich will aber darüber. Da kommt nämlich auch schon Schnee. Und wenn das alles Berge sind dahinter, wäre ja top. Vielleicht... Oh, da habe ich... Das könnte natürlich sein, ne? Im Süden hast du eben... die Ashlands. Alles so ein bisschen mit Feuer. Und im Norden alles mit Schnee. Zwei komplette Gegenteile. Oh, ich drehe ja komplett zurück gerade. Das wollte ich eigentlich nicht. Dann mal hier so ein bisschen quer. Mal gucken, wie man bei den Eisschollen durchkommt. Hoher Norden. Wie geil ist das denn? Juhu! Aber die Eisschollen, die sind jetzt echt ein Hindernis, so ein bisschen. Und der Nebel. Oh, da ist was. Was war das? Scheiße, ich sehe nichts mehr. Oh. Warte mal, ich muss mal absteigen. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Kann man da drauf? Ja. Aber ich würde lieber da zum Land. Und was ich auch gerne wissen möchte ist, kann man das abbauen? Oh, was gibt das? Hilfe! Hilfe! Oh, mit dem Schnee ist aber scheiße, ey. Ich guck mal, ob ich jetzt einfach ein bisschen näher ans Ufer komme. Kann ich sogar wegschieben. Boah, mit dem Schnee, das ist echt, das macht mich ein bisschen kirre. Da ist ein Gletscherblock. Ich möchte einfach nur das Schiff hier ein bisschen noch rankriegen. Ja, ich lasse es erstmal stehen. Ich hoffe, dass es hier nicht immer schneit im hohen Norden, weil die Sicht ist doch echt ein bisschen doof. Oh nein, da kommt Wald. Ich laufe ja auch wieder zurück. Ja, genau, das ist nur so eine kleine Ecke hier. Hier unten ist ja schon wieder das Ufer. Nee, das geht hier wirklich nicht weiter, oder? Oh, da drüben geht's weiter. Och, danke. Danke, Schnee. Ich hoffe, ich mache den... Boah, der Schatten. Okay, aber der hebt nichts auf. Und hier ist wieder Schnee.
Aber wenn jetzt das hier weitergeht in die Richtung, haben wir auf jeden Fall ein größeres Schneebiom, wie es aussieht. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück, was die Frosthöhlen angeht. Oh ja, das, da hinten geht es weiter. Da ist Wasser. Da ist ein Loch. Das sieht auch krass aus, wie so ein Vulkan. Irgendwie sieht das cool aus. Oh, ich hoffe, da geht es wirklich auch noch weiter. Aber auch keine Drachen hier oben. Also das schlängelt sich auf jeden Fall hier lang. Das ist wieder ein Eisblock. Da geht es auch nochmal richtig schön hoch. Ja, die Frage ist jetzt wirklich, bleibt der Schneesturm hier immer im hohen Norden? Wisst ihr das? Schreibt das mir bitte in die Kommentare. Und was auch gut zu wissen wäre, ist, ob es hier Frosthöhlen gibt. Ob das jetzt... Weil Frosthöhlen sind ja eigentlich nur im Gebirge. Da das ja aber jetzt hoher Norden ist, also ein anderes Biom, dürften da ja theoretisch keine Frosthöhlen sein. Was ist das da? Auf der Map? Wo ist denn das so? Ach, der Punkt hier? Nee. Ach, das ist wieder ein Teich, also ein See. Ja gut, wir haben das andere Ende der Welt erreicht, das ist ja schon mal ganz cool. Allerdings bringt uns das nicht wirklich weiter. Ich habe mich gerade schon so gefreut, wenn das hier alles Schnee ist im hohen Norden. Darauf haben ja die Eisschollen schon so ein bisschen hingewiesen. Habe ich gehofft, dass man hier Frosthöhlen findet, aber da es ja ein anderes Biom ist, dürfte es rein logisch betrachtet eigentlich nicht sein. Weil die ganzen Höhlen, also alles, was man hier finden kann, ist immer biomabhängig. Oder biomgebunden. So ist es vielleicht ein bisschen besser. Ja, also... Mit Schnee hast du hier keine Probleme. Jetzt ist nur die Frage... Also ich habe den Norden erreicht. Das ist ja erstmal das Ziel gewesen. Nur... In den Ashlands hast du wenigstens noch die... Flammenkernerze. Ja, ich würde hier mal einen Cut machen. Ich weiß jetzt nur nicht... Da waren Gebirge und wo noch? Wir könnten höchstens mal von hier, na, da ist es Boot, ne? Hier so runterlaufen, aber das wird wahrscheinlich dann alles, das ist alles wieder Nebellande hier dann, hier unten. Ach, ist das ärgerlich hier mit den Frosthöhlen. Aber ich bin gleich wieder beim Boot. Ja, da müssen wir echt noch hart... Core-mäßig die Gebirge hier suchen und abfarmen. Höpp. So, ja, ich habe ein bisschen überzogen. Ich wollte ja eigentlich schon lange mal hier einen Cut machen. Weiß nicht, ob wir dann im nächsten Part runter zu dem einen Gebirge fahren. Auf jeden... Nee, wir bauen hier erstmal ein Portal. So, ich bin erstmal raus. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.